Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Work-In anstatt Work-Out. Wir sind Niklas und Daniel Koch. Wir wollen euch heute wieder mit ein paar Übungen die Möglichkeit geben, ja, von zu Hause aus ein paar Sachen auszuprobieren, ein bisschen an eurer körperlichen Fitness zu arbeiten. Dafür brauchen wir heute nichts weiter als einen Besenstiel beispielsweise. Oder Niki hat jetzt hier einen Skistock, wenn ihr noch einen alten Skistock im Keller rumfliegen habt. Alternativ geht auch, im Hintergrund stehen hier noch Hockeyschläger, ein Wischmopp, was weiß ich, also alles Mögliche, was eine lange Form hat, könnt ihr dafür benutzen, für dieses Workout, was wir hier machen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit einem kurzen Warm-up. Ja, dann übernehme ich das Warm-up. Genau. Du hast ja schon sehr viel erzählt gerade, was wir heute machen. Ja, Warm-up ganz einfach. Wir nehmen den Stock jetzt in die linke Hand, gehen mit dem Stock unterm Bein durch, nehmen das Bein hoch, führen ihn in die rechte Hand, dann immer von außen nach innen. Das hat schon mal gut geklappt. Und dann, wir können langsam anfangen, immer mit dem Stock unterm Bein von außen nach innen, heben immer das Bein rüber. Wenn das gut klappt, können wir es auch natürlich schneller machen, um uns einfach ein bisschen warm zu machen. Und wenn möglich natürlich nicht wegschießen, so wie ich es gerade gemacht habe, sondern versucht, das Ganze noch weiterhin kontrolliert durchzuführen. Probiert ruhig auch einen geraden Rücken dabei zu behalten, also die Brust immer so ein bisschen nach vorne rauszustrecken, dass wir hier nicht in so einen Rundrücken reinkommen, sondern schön aufrecht das Ganze. Dann erhöhen wir noch mal ganz kurz das Tempo. Okay, du hast ja richtig was vor heute, Dani. Ja, ich bin gut drauf heute, merkt man sofort. Ne? Okay, nächste Übung. Wir nehmen uns den Stock in die Hand, greifen den so breit wie möglich und dann versuchen wir hier einmal nach hinten zu gehen und unsere Schultern so ein bisschen zu kreisen. Wer das jetzt nicht unbedingt schafft, dann reicht es als erstes auch erstmal aus, wenn ihr so hoch wie möglich geht und dann jedes Mal versucht, ein bisschen tiefer zu gehen. Und wenn es eben nicht weitergeht, dann kurz in der Position halten, wieder nach vorne kommen und dann das Ganze nochmal machen. Wenn ihr jetzt so einen Besen habt, wie ich das jetzt in dem Fall habe, dann wechselt ruhig auch mal den Griff, also die Seite quasi, weil das ja doch schon noch ein kleines Gegengewicht ist. Ah. Sodass wir das gleicherweise belasten. Noch ein kleiner Sicherheitshinweis, da wir ja wieder einen langen Stab in der Hand haben, guckt, dass ihr euch irgendwo hinstellt und die Übung macht, wo ihr Platz habt. Jo. Nicht direkt vor das Regal eurer Mutter, vor die Vitrine. Und dann fangt ihr an, hier mit dem Stock rumzuwedeln und haut am besten noch die alten Vasen, Gläser um. Wobei deswegen, ihr die natürlich mit dem Besen auch direkt wieder aufwischen könntet, aufheben könntet. Ist natürlich schön, aber ich glaube, Mutti, Papa, Oma, Opa wird es trotzdem nicht so freuen. Auch wenn man es direkt wegmacht. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Deswegen sucht euch einen Ort, wo ihr genug Platz habt, könnt ihr in eurem Zimmer machen, wenn der Flur genug Platz hat. Also einfach passt ein bisschen auf, dass ihr zu Hause nichts kaputt macht. Genau. Okay, als nächsten Schritt legen wir uns den Besen, den Stab einfach auf die Schultern. Und rotieren ein bisschen im Oberkörper. Können dabei ruhig ein bisschen in die Knie gehen. Versuchen immer im Unterkörper gerade zu bleiben. Also wirklich nur im Hüftbereich rotieren. Und auch hier wieder aufrechte Körperposition. Schulterblätter ruhig hinten zusammenbringen, Brust rausstrecken. Und dann das Ganze ein bisschen lockern. Okay. So, dann machen wir weiter. Wir haben uns jetzt zwei Challenges ausgesucht, die wir mal ausprobieren wollen. Wir haben das selber auch noch nicht vorher geübt. Mhm. Deswegen mal gucken, was das jetzt wird. Ihr könnt einfach mit einsteigen. Als erstes legen wir uns den Stab auf unseren Fuß vor uns hin. Bei dem Besen müsst ihr jetzt schauen, dass ihr das ungefähr in Waage haltet, weil der Kopf ja ein bisschen schwerer ist, könnt ihr ihn nicht mittig nehmen. Und dann versuchen wir langsam unser Bein zu heben, die Balance zu halten. Und so weit wie möglich diesen Stab anzuheben und dann auch wieder langsam zu Boden zu führen. Genau, wenn ihr das erfolgreich geschafft habt, dann wechseln wir ruhig mal das Bein. Legen es auf den linken Fuß in meinem Fall jetzt. Und heben es auch wieder an. Ihr seht, man muss da wirklich so ein bisschen den Weg finden, dass dieser Besen wirklich mittig auf dem Fuß liegt und nicht an einer Seite runterkippt. Ihr macht es euch auch schwerer, wenn ihr wie wir so eine relativ weiche Unterlage habt.
dann ist es nochmal schwieriger für euer Standbein. Da habt ihr direkt auch im anderen Bein noch eine kleine Stabilisationsübung für den Knöchel. Genau. Knickt nicht um, also wenn es zu schwer ist und ihr merkt, hier, ich bin zu instabil, dann stellt ihr euch einfach auf eure harte Unterlage und macht es hier. Jawohl, perfekt. Bei Niki sieht das schon sehr gut aus. Da kann man dann natürlich auch dann versuchen, das Tempo zu erhöhen, wenn das gut klappt. Ja. Dass man dann versucht, auch mehrere Durchgänge hintereinander zu machen. Mit dem Besen war es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber bei Niki sah es ja wirklich gut aus. Da kann man dann auch wirklich versuchen, in so einen Flow reinzukommen, dass man das Bein hebt, runter und dann gleich halt mehrere dann Durchgänge nacheinander. Dann haben wir noch eine Challenge. Da müsst ihr auch wieder aufpassen, dass ihr vielleicht nicht direkt unter eurer Lampe im Zimmer steht. Genau. Da könnt ihr euch einfach den Stab mal auf den Finger stellen und probiert den dann zu balancieren. Ist schwierig. Welche, die vielleicht früher mal in der Zirkus AG waren, die kennen das vielleicht noch aus der Schule oder aus der Freizeit. Balanciert den aus und dann probiert ihr einfach mit dem Stab mitzugehen. Bei uns ist es noch ein bisschen unrund. Genau, wenn das gut klappt, kann man auch durchaus mal den Finger oder die Hand wechseln, dass man das beidseitig einmal übt. Und bei wem das jetzt wirklich schon richtig gut klappt, kann man dann die nächste Schwierigkeitsstufe reinbringen. Also wir balancieren das wieder auf unserem Finger und versuchen uns dann einmal hinzusetzen und dann wieder aufzustehen. Ich habe es jetzt nur aufs Knie geschafft, man kann das durchaus auch probieren, sich auf den Popo zu setzen. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal ausprobieren. Und jetzt muss man nur wieder hochkommen. Ja, auch hier ist dann wieder ein bisschen Beweglichkeit gefordert, gefragt. Ja. Das gleiche dann nochmal mit der anderen Seite. Probier es auch nochmal aus, ob das auch halbwegs klappt. Wenn das jetzt sehr wackelig ist, dann kann man hier auch immer noch versuchen, mit dem Daumen und Ringfinger, das ist jetzt in meinem Fall, das Ganze noch ein bisschen zu stabilisieren, dass es nicht nur auf dem Mittelfinger steht. Und das dann gegebenenfalls dann auch wieder weglassen. Bei mir merkt man auf jeden Fall einen Unterschied von der linken zur rechten Hand. Das werdet ihr bestimmt auch merken. Man hat immer eine Hand, die man favorisiert. Trotzdem genauso wichtig, nur weil ich jetzt mit der linken vielleicht ganz gut kann, nehme ich nicht nur immer die linke Hand und freue mich, dass ich es kann. Challenge euch selber, nehmt die andere Hand und probiert damit die Sachen. Und dann, umso öfter man macht, umso... Genau. Das Gleiche kann man auch machen, indem man sich den Besen jetzt quasi quer auf die Finger legt. Man kann das hier jetzt auch wieder variieren, je nachdem, wie viele Finger man nimmt. Umso einfacher wird es dann. Ich probiere es jetzt erstmal mit zwei Fingern. Auch hier wieder das Ganze ausbalancieren. Dann kann man einmal versuchen, nach oben zu kommen mit dem Arm. Langsam wieder runter. Und auch hier dann nochmal versuchen hinzusetzen. Ja, das sieht ja schon gut aus. Wieder hochzukommen und den Arm wieder zu heben. Sehr schwierig. Niki macht es direkt mit einem Finger, also das ist nochmal deutlich schwieriger. Ja, es ist auch sehr schwierig, den Punkt zu finden, wo der Stab direkt ausbalanciert ist, weil man jetzt bei so einem Skistab sieht man halt, das eine Ende ist dünner als das andere Ende. Genau. Da kann man nicht einfach komplett die Mitte nehmen. Genau, also versucht da zu Hause ein bisschen rum zu experimentieren, dass ihr da den Mittelpunkt findet quasi, um dann wieder aufstehen zu können, beziehungsweise das Ganze gut auszubalancieren. Perfekt. Das waren jetzt die Koordinationsübungen, die man damit sehr gut machen kann. Genau. Natürlich kann man mit so einem Stab vielleicht auch ein paar Krafttrainingsübungen machen. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Das wäre der nächste Schritt, den wir damit einleiten würden. Da haben wir uns 5 Übungen sind es ausgedacht oder überlegt, die man damit gut machen kann, die man auch zu Hause vor allem sehr gut machen kann. Ja. Alleine vor allem auch gut machen kann. Ich brauche keinen, der mich dabei unterstützt. Und da haben wir 5 Übungen. Die erste Übung sind die Overhead Squats. Da nimmt man den Stab schon in die Position, wie wir die schon mal hatten. Haben die Arme oben und gehen in eine Kniebeuge. Man sieht bei uns beiden direkt gleich, wir sind nicht die beweglichsten und würden jetzt mit dieser Position nicht so tief kommen. Bei wem das auch das Problem ist, bei Daniel sieht es schon gar nicht schlecht aus. Der kann sich so eine Kante nehmen oder einfach zwei Bücher, die ungefähr gleich hoch sind, genau. Stellt sich auf die Bücher
und geht dann dadurch und kommt dann in diese tiefe Position. Wichtig genau. dabei, wir bleiben obenrum stabil und gehen runter. Wir probieren nicht in diese Position zu kommen, dass ich mit den Armen auf einmal ganz vorne bin, sondern ich bleibe über mir, gehe runter und wieder hoch. Genau, einfach den Kopf gerade halten dabei. Wer das jetzt nicht unbedingt schafft, auch hier mit den Armen, die oben zu halten, kann auch einfach ganz normale Kniebeuge ja. machen, also die Stange liegen lassen. Ich würde sagen, wir starten einfach mit unserem Workout. Wir haben uns überlegt, zwei Durchgänge zu machen. Die Übungen erklären wir euch dann einmal ganz kurz, bevor es losgeht. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mit den Overhead Squats, so wie Niki sie jetzt gerade schon einmal vorgemacht hat. 10 Wiederholungen machen wir da. Ich würde sagen, wir machen das einfach einmal zusammen. Ja. Okay, und los. 1, 2, 3. Und auch hier wieder versuchen, hinten die Schulterblätter zusammen, dass Spannung auf unserem ganzen Körper ist. Knie zur Seite wegdrücken und wieder hochkommen. 9, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Und 10. Perfekt. Okay, einmal kurz locker machen. Nächste Übung machen wir Ausfallschritte. Wir machen 5 pro Bein. Wir heben wieder den Stab über unseren Kopf, breit wie möglich, stellen uns schulterbreit auseinander und gehen dann immer einmal nach hinten in den Ausfallschritt und kommen wieder hoch. Hier machen wir 5 pro Bein, sagen wir starten direkt. Genau. Wir versuchen uns aus dem Bein, was vorne ist, also in meinem Fall jetzt das rechte, hier wieder hochzudrücken und wieder hochzukommen. Sehr schön. Und letzter bei mir. Sehr gut. Nächste Übung. Setzen wir den Oberkörper. Wir legen uns auf den Boden. Haben die Stange vor uns. Wir gucken dann Richtung Boden. Heben die Stange an. Und drücken die Stange immer aktiv von uns weg. Und ziehen sie auch kräftig wieder an uns ran. Genau. Zieht ruhig, wenn ihr zusammenzieht. Schön die Schulterblätter hinten zusammen. Rausdrücken, Schulterblätter hinten. Auch hier wieder 10 Wiederholungen. Ordentlich Spannung auf dem Oberkörper, auf den Armen. Okay, ich habe 10. Ja. Kurz locker machen. Nächste Übung, wir bringen jetzt den Besen wieder einmal in unseren Lendenwirbelbereich. Wir greifen wieder relativ breit, heben unsere Beine an, heben unseren Kopf an und aus dieser Position drücken wir jetzt die Stange nach oben. Auch hier machen wir 10 Wiederholungen. Man kann sich das Ganze immer ein bisschen erleichtern, indem man ein bisschen runter geht. Da nimmt man ein bisschen Spannung wieder aus dem Körper raus. Aber versucht ruhig, soweit es geht, den Kopf anzuheben. Und auch die Beine anzuheben und den Popo dabei ordentlich anzuspannen. Perfekt. Jetzt letzte Übung schon. Wir gehen auf den Rücken. Genau. Stellen die Beine auf. Nehmen die Stange wieder ein bisschen breiter als schulterbreit. Ausgestreckte Arme. Und dann kommen wir hier hin. Zur Position. Also im Grunde klassischer Sit-Up. Nur mit Stange über dem Kopf. Und wir machen auch wieder 10 Wiederholungen. Sauber, 7. 8. 9. Und 10. Okay, dann machen wir ganz kurz Pause. Der erste Durchgang ist geschafft. Wie gesagt, wir machen 2 Durchgänge. Ihr könnt ganz kurz einen Schluck trinken, ganz kurz Pause machen. Ihr könnt natürlich zu Hause wieder individuell euer Workout gestalten. Genau. Ihr könnt mehr Wiederholungen machen, mehr Anzahl an Sätzen. Vielleicht findet ihr auch noch eigene Übungen, die wir vielleicht jetzt nicht haben. Ja. Es gibt ja viele Möglichkeiten mit dem Stab vielleicht noch. Ich denke, da kann man sehr kreativ sein. Ja. Bevor wir jetzt mit dem zweiten Durchgang starten, für diejenigen, die jetzt einen Besen in der Hand haben, dreht den ruhig einmal um.
dass ihr jetzt hier wieder die schwerere Seite nochmal auf der anderen Seite habt. Ich hatte ihn jetzt eben mein von mir aus gesehen links. Jetzt machen wir das Ganze nochmal von mir aus gesehen rechts, dass wir hier eine gleichmäßige Belastung haben. Wir gehen wieder in die erste Übung. Das waren die Overhead Squats. Wieder 10 Wiederholungen und auf geht's. Genau, auch hier wieder sucht euch ruhig eine Kante, wenn ihr nicht richtig runterkommt. Dass ihr da möglichst tief in die Übung reingehen könnt. Und 10. Dann gehen wir gleich wieder in den Ausfallschritt nach hinten. Genau. Wieder 5 pro Seite. Könnt ihr natürlich auch, wem das zu einfach war, macht einfach 8. Genau. 10, 15. Da sind keine Grenzen. Okay, würde ich sagen, starten wir direkt. Und auch hier wieder, wenn ihr merkt, das wird langsam zu anstrengend, auch für die Schultern, diesen Stab die ganze Zeit hochzuhalten, dann legt ihn ruhig einfach ab, wie bei einer ganz normalen Kniebeuge oder bei ganz normalen Ausfallschritten. Das entlastet dann den Schulterbereich wieder ein bisschen und erleichtert euch die Durchführung der Übung gegebenenfalls. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Ich muss auch jedes Bein einmal. Jedes machen. Bein einmal ist ein guter Kompromiss. Machen wir das. Perfekt. Gut. Okay. Dann ist wieder die Zeit, um sich auf den Boden zu legen. Liegen ist immer gut. Aktive Erholung. Aktive Erholung auf dem Bauch, genau. So. Okay, Shoulder Press wieder. Auch 10 Wiederholungen, ab geht's. Sieben, acht, neun und 10. Jawohl, wir bleiben in der aktiven Erholungsphase auf dem Bauch. Wir bringen wieder die Stange nach hinten, heben wieder unsere Füße an, unseren Kopf an und drücken hier wieder hoch. Auch wieder 10 Wiederholungen. Und 10. Ja, sind wir schon wieder bei der letzten Übung angelangt? Genau. Jetzt nochmal alles rein. Genau, noch einmal die Sit-Ups. Kurz nochmal lockern hier die Schultern. Dani fängt schon an. Ich starte schon mal. Du bist hinten raus schneller als ich. Damit wir hier auch gleichzeitig fertig werden. Versucht auch hier wieder mit möglichst wenig Schwung zu arbeiten. Also wirklich den Bauch anzuspannen und nur aus dem Bauch hochzukommen, ohne jetzt groß Schwung zu holen mit den Armen oder mit den Füßen. Dass wir hier eine maximale Beanspruchung der Bauchmuskulatur haben. Wer das noch nicht schafft, kann einfach auch den Stock zur Seite legen. Genau. Und fängt dann einfach mal normale Sit-ups anzumachen. Also wer merkt, die Übungen sind mit Stock eben zu schwer, kann die natürlich dann auch ohne machen oder nur die Hälfte. Genau. Einfach nur, damit die Ausführung sauber bleibt. Wir wollen ja keine Disbalance oder Verletzung haben. Genau. Nur weil man gesehen hat, man muss mit dem Stock das machen. Müsst ihr natürlich nicht. Aber ist vielleicht ein guter Trainingspartner, weil man ja gerade keinen anderen hat. Auf jeden Fall. Gut. Ja, dann war es das von uns schon wieder. Genau, in dem Sinne. Nutze ich den Stock nochmal kurz als Aufstehhilfe hier. Es geht dann auch noch mal ganz gut, um die Session vernünftig zu beenden. Perfekt. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Wie gesagt, Niki hat es angesprochen, ihr könnt das Ganze beliebig oft wiederholen. Beliebige Anzahl an Wiederholungen, beliebige Anzahl an Sätzen. Ja. Und dann ist das, denke ich mal, eine ziemlich coole Session mit den Balanceübungen am Anfang noch. Ist das eine relativ coole Kann man natürlich auch mit den anderen Videos, die es schon bei Schulsportwelten gibt, kombinieren. Wir hatten ja schon Videos mit einem Stuhl. Schon ein paar Videos, die sind auf jeden Fall auch sehr spannend. Mit Bällen, mit der Wand sind jetzt gerade veröffentlicht worden. Also. Ich glaube, es gibt keine Ausreden mehr, warum man zu Hause jetzt vielleicht nicht mehr trainieren kann, wenn das Fitnessstudio zu hat. Also es gibt genügend Möglichkeiten. Ich hoffe, wir konnten euch ein schönes Workout zeigen. Ihr macht das mal nach und ja, bis zur nächsten Folge. Jo, macht's gut. Ciao.